Was hat der denn da in seinem Sack? Die Anime Lootbox! Konnichiwa, meine Freunde, und wir sind wieder da, denn ich habe heute eine Anime Lootbox zum Auspacken mal wieder. Und heute als Gast der Mr. Ananas. Nö, meins. Okay. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Lasst auch einen Kommentar. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, du packst aus. Ich sehe nichts. Wenn ich check, wie hier um die Vielleicht, wenn du das siehst, siehst du vielleicht schon das Thema, was drin war. Ich check das immer nicht aus, was da für ein Thema drin ist. Survival Kit ist das Thema. Yeah, das klingt geil. Survival Kit mit Anime. Ich sehe auch schon gespannt. Das erste, was kommt. Oder? Oh, nicht. Nein. Ich weiß zwar, was das sein soll, aber mal schauen, ob du den Manga-Anime kennst. Ist es ein Shirt? Ist ein Shirt. Ist ein Shirt. Ist ein Shirt. Diesmal in Menschengröße, nicht wie bei mir. Das ist Ding, das ist Dead Man Wonderland! Ja! Wonderland! Der ist echt geil gewesen. Und auch gute deutsche Synchro, finde ich. Ich habe den als Manga erstens erlebt und da fand ich ihn schon richtig genial. Also, das ist aber auch jetzt das erste Shirt, was ich mal richtig mega feier, weil die anderen auch mit der Farbe und so richtig geil. Während, was war beim letzten Trigun oder so? Das war nicht so. Das Shirt nicht doch? Trigun an sich ist eigentlich cool da. Ja, aber das Shirt hat mir jetzt nicht so zugesagt. Wahrscheinlich auch, weil ich Trigun einfach noch nicht geschaut habe. Das nächste, was ich dir zeige, da freue ich mich jetzt so mega. Deswegen lasse ich das bis zum Schluss. Okay. Aber wir haben doch das Thema gehabt von dem Anime, den du aktuell schaust, oder? Ja. Welcher wäre das? Wo du Film Folgen erst geschaut hast? Black Clover. Damit du nicht nur immer schaust, sondern auch mal was zu lesen hast. Okay, also das ist bis jetzt die beste Anime-Lootbox, die ich bis jetzt hatte, okay? Ich glaube mir, die wird noch viel besser. Schon, wie dick das ist, das erste. Ja, das ist das allererste, dick, Alter. Sau dick, also dick vom Inhalt und auch dick. Du bist noch weiter geschockt, weil die Box, also diese Box, würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin immer noch nicht beim Besten, aber wir kommen schon dem Highlight nahe. Da. Alter, ist das übel. Alter, wie geil ist denn die Box, verdammte Scheiße. Alter, Sasuke, oder wie die deutschen Nichtwissenden sagen, Sasuke. Sasuke. Nee, Sasuke, Alter, das ist mal Hammer. Alter, awesome. Ich will die jetzt nicht auspacken, aber es geil. Es ist immer noch nicht das geil. Highlight. Alter, aber ich habe noch eine Kleinigkeit gefunden. Hier haben wir noch Flash Gordon stehen von der Z-Box. Ich weiß nicht, was genau das auf dem Anhänger sein soll, aber der ist echt. Aber der ist immer auf die Anime-Loot-Box gemacht. Der ist irgendwie goldig, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was es sein soll. Ich kann es dir auch nicht wirklich sagen. Was war nochmal die Thematik? Survival. Also das Survival Kids. Holzgeld. Keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Plakat drin. Oh, da muss ich aufpassen, weil das. Da muss ich aufpassen. Also weil dann die machen wir das noch nicht, weil doch, keine, die Hauptsache fehlt noch. Warte. Das ist, glaube ich, Akagamiga Kill. Ja. Ah, nur nicht die Rückseite anschauen. Angehaucht, angehaucht. Angehaucht im Style. Ja, das ist schon von den selber. Das ist von den selber gemacht. Sehr geil. Und jetzt kommt das Highlight. Also ich glaube, das hat dir sogar mehr gefallen als die Figur heute. Da. Ryuk als Socken. Alter, das ist ja mega awesome. Ey, Hammer. Ey, die ist richtig gut gewesen, die Box. Also ich glaube, das war auf jeden Fall ein Highlight-Box. Ey, Survival by Death Note, Alter. Was ist los bei euch? Naja, auf jeden Fall, das war aber geil. Kann man echt mal sagen, so auch ein schöner Schal als Alternative. Warte. Und awesome. Danke fürs Auspacken, Mr. Ananas. Und ich find's geil. Die ist auf jeden Fall, die war mega. Die hat sich echt mal gelohnt, würde awesome, ich sagen. Ja. Oh. Geile Figur. Geiler Manga. Manga, den du dir schon eh geiles wünschst. Shirt. Geil. Awesome. Und am besten die Socken. Ja, aber. Die bis zum Schluss. Sayonara, würde ich sagen. Ciao.